Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty. So, ich bin noch ein bisschen rumgereist, habe hier noch ein bisschen rumgefertigt, rumgecraftet, ein bisschen rumverkauft. Deswegen habe ich nun wieder ein bisschen Geld gesammelt. Ja, irgendwie um die 500 Münzen habe ich jetzt wieder zusammen gesammelt. Und ja, ich dachte mir, ich gehe mal ein bisschen rum und gucke mal ein bisschen. Ich wollte mal schauen, ob es nicht hier doch hier irgendwo Hühner zu kaufen gibt. Habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo man die herkriegt. Und ja, jetzt hatte ich noch gerade gesehen, hier ist noch eine Quest, die nehme ich nochmal an. Für den Fall der Fälle, könnt ihr bei was helfen? Ich habe meine Bogen verloren oder vielleicht hat ihn jemand gestohlen. Ich bin mir nicht sicher. Macht nichts. Das ist unwichtig. Ich brauche einen neuen. Kannst du bitte einen für mich herstellen? Ja. Ich müsste ihn eigentlich herstellen können. Fehlender Bogen. Ich müsste mal kurz gucken. Ich meine, den müsste ich... Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt kann. Also ich meine, ich kann schon. Ich habe das Rezept dafür. Meine ich zumindest, wenn ich mal genau mal hingucke. Fähigkeiten. Nee, Technologie muss ich hin. Hier muss ich hin. Da habe ich nämlich erworben, nämlich den Bogen. Den kann ich bauen. Das Problem ist aber, ich glaube, ich kann den deswegen nicht craften, weil ich keine Fäden dafür habe. Weil ich glaube, dafür brauche ich irgendwie ein, zwei Fäden. Die habe ich, glaube ich, nicht. Muss ich mal schauen. Muss ich mal gucken und ich muss dann, kann ich gleich mal gucken, wie viele Fäden ich noch zu Hause habe. Ich glaube, ich habe alles vertickert. Und dann müsste ich mal sehen, ob ich nicht vielleicht von Unighost hier wieder Fäden zurückkaufe, weil eben hatte ich, glaube ich, ein paar verkauft. Oder alle verkauft. Ich glaube eher alle. Und dann muss ich mal sehen, dass ich vielleicht zu Hause mal welche finde. Und ich muss jetzt zu Hause auch craften. Ja, muss ich gucken. Weil ich glaube, die waren nicht ganz so günstig herzustellen. Ich glaube, die Fäden kostete das, glaube ich. Und ich weiß nicht, ob das noch Stöcker gewesen sind oder dann tatsächlich schon die Rundhölzer. Das weiß ich ehrlich gesagt. Ich muss noch mal gucken. Aber das mit den Hühnchen oder das mit den Hühnern ist grundsätzlich ein bisschen komisch. Also ich hätte jetzt schon erwartet, dass wir irgendwo Hühner kaufen können. Gänse geht. Aber Hühner habe ich irgendwie noch keine gefunden. Also entweder gibt es dafür noch einen separaten... habe ich den grundsätzlich noch gar nicht gefunden. Oder ich bin da völlig falsch und verkehrt vor. Weiß ich irgendwie nicht. Aber ich meine, ich hatte schon mal irgendwo Hühner gesehen. Und ich meine auch... Nee, Moment. Ich glaube, ich hatte einfach am falschen Ort geguckt. Ich meine, wenn wir in die Richtung gehen, da hinten das Dorf, da gibt das Hühner. Und ich meine, ich habe die schon irgendwo gesehen, weil man, glaube ich, auch da auch Eier kaufen konnte, meine ich. So. Und da würde es mich einfach mal interessieren, was eben halt ein so ein Huhn kostet. Weil dann brauche ich auf jeden Fall Männlein, Weiblein. Irgendwas quackt mich hier die ganze Zeit an. Werden wir von irgendwelchen Enden verfolgt oder was? Oder habe ich schon irgendwelche Visionen hier? So, dann gucken wir gleich nochmal auf die Felder. Weil dann würde ich mich zusehen, dass ich mich ganz gerne mal ein bisschen... ganz gerne mal ein bisschen Hühnerfarm betreibe hier. So. Gepflügtes Feld... So. Das Einzige, was mich gerade so ein bisschen betroffen... Ne, Moment, sie hat gar keinen Dünger mehr, ne? Doch, die sind gepflügt. Tasche mit Samen erforderlich. Oh, warte mal, da müssen wir mal ganz kurz gucken. Ne, hier nicht. Einmal muss ich kurz gucken. Management. Benötigt Dünger, okay. Ja, okay, sie benötigt Dünger. Das ist alles gut und schön. Okay. Aber macht sie nicht den nächsten Arbeitsschritt? Das ist mich dann das nächste, was ich mich dann fragen würde. Ich bin immer noch im falschen Menü. Management. Felder. Wir sind jetzt auf dem großen Feld, also dem 8x5 Feld, ne? Ja, da sind wir jetzt gerade drauf. So. Gepflügt und gedüngt. Roggen. Das müssen wir jetzt noch aussehen. Also, wir haben noch einen Tag Zeit. Das ist. Ja, gut, uns fehlt noch Dünger. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 11, 11, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Okay.
Ja, gut, ist natürlich die Frage, ob sie dann anscheinend arbeitet sie so lange nicht weiter, bis sie nicht den Dünger hat. Ich meine, anstatt zu sagen, hey, komm, ich habe keinen Dünger mehr, aber ich kann zumindest das, was gedüngt und gepflügt ist, zumindest schon mal sehen. Ja, das wäre ja schon mal praktisch gewesen. Ne? So, aber okay, gut. Ich gucke mal kurz, ob wir Fäden haben. Sonst laufe ich nämlich nochmal kurz ins Dorf, kaufe nochmal Dünger und kaufe nochmal Fäden. Aber Fäden waren, glaube ich, echt teuer. Stroh verdorben. Das war, glaube ich, das Brot. Ich glaube aber, dass ich die Fäden, wenn ich überhaupt Fäden habe. Ich glaube nicht, dass ich Fäden habe. Aber ich habe noch einen Bogen. Ah, geil. Dann nehmen wir den doch. Dann nehmen wir doch den. Dann habe ich nämlich gleich einen Bogen. Dann verkaufen wir den lieber. Leinenfaden haben wir einen. Okay. Gucke ich nämlich mal, was ich brauche. Weil ich glaube... Da Bögen. Was brauchen wir dafür? Rundholz, noch ein Rundholz. Also ein Rundholz und ein Faden. Mal kurz, ich will mal nochmal schauen. Ein Rundholz und ein Faden. Ich würde mich mal interessieren, was so ein Bogen, was der bringt finanziell. Gut, dafür brauchen wir wieder Flachs. Ne? Wir brauchen wieder Flachs. Aus Flachs können wir dann wieder ein bisschen was machen. Na. Na. Rundholz nehmen. So. Schwubbel. So, einmal einen Bogen craften. Was haben wir? 9 Sekunden gerade. Was wir dafür kriegen? Für den Bogen. Ich hatte mir den einen Bogen, glaube ich, gekauft. So. Ein Bogen. Gut, jetzt haben wir insgesamt 3 Bögen. Das ist gut. Dann gehen wir nochmal kurz zur Uni-Ghost. Also gleich. Bringen erstmal den Bogen. Erstmal den bringen wir erstmal rum. Ich hoffe, dass das zeitmäßig hinhaut. Und zack, Journal, fehlender Bogen, Quest verfolgen, Schuss. Den Bogen vorbeibringen. Ich hoffe, dass sie noch nicht am Pennen sind. Naja gut, eigentlich dämmert das gerade. Also wir haben gerade, wahrscheinlich gerade nachmittags. Also, wie ich das gerade sehe, ich gehe schon mal rüber. So, dann haben wir die Quest nämlich schon mal los. Dann kriegen wir wahrscheinlich ein bisschen Geld oder vielleicht ein bisschen Reputation vielleicht noch. Recurve-Bogen. Ich hoffe, dass es der ist. Nicht, dass wir wieder einen speziellen Bogen bauen müssen. Schreck mich nicht so, ey. Schreck mich nicht so. Finde ich etwas ungeil. Ja, ansonsten geht es momentan ein bisschen zäh voran. Wie gesagt, ich habe eben halt in der Aufnahmepause habe ich eben halt so ein bisschen, ja, ich habe Holz gehauen, ich habe Stöcker gesammelt, damit ich halt die Haken und sowas alles dann craften kann. Das funktioniert auch alles ganz gut, aber es dauert halt ewig lange, ne? Du musst halt alles von Hand, musst du halt alles craften, kannst es aber direkt gleich fortverkaufen, deswegen habe ich die Haken genommen. Weil für alles andere brauchen wir nachher die Werkstatt. Und ich wollte jedes Mal zwischen den beiden Dörfern pendeln, deswegen dachte ich mir, okay, das, was ich unterwegs craften kann, das sind eben halt Haken, das sind eben halt Werkzeuge, die kann ich alle unterwegs craften. Und das ist nicht das Problem. Und das war eigentlich mal meine Strategie, weil gerade so Holz und Stöcke, das kann ich alles in der Nähe vom Dorf, kann ich komplett kaputt kloppen, kann ich das direkt gleich vor Ort craften und dann gleich vertickern. Ne? Das war eigentlich ja so meine Strategie, das ging eigentlich auch ganz gut auf. Aber es dauert halt trotzdem ewig, ne? Also ich müsste normalerweise wirklich noch einiges an Zeit draußen verbringen. Ah, guck mal. So, hast du einen Moment Zeit? Bad Ghost. Hä? Du warst doch der... Hä? Liefern ein... Ach, wir haben ja auch keinen Recurve-Bogen. Steht da ja auch. Oh, ich bin so blöde. Hätte ich das mal gleich gelesen. Wir haben zwar einen Bogen gecraftet, aber keinen Recurve-Bogen. Naja, gut, das ist natürlich dann... Aber ein Recurve-Bogen, das ist dann sowieso grundsätzlich was anderes. Das ist ja nicht nur ein einfacher Bogen. Ach, Mensch. Warum ich auch nicht lese, du. Das ist doch echt... So, aber den haben wir auch so jetzt nicht. Da, Langbogen. Recurve-Bogen. Guck mal, was der kostet. 1500. Und da sind wir noch lange nicht. Noch lange nicht. Scheiße. Rattenfalle. Kleines Fischernetz.
Kann bis zu dreimal verwendet werden. Okay. Leinfaden 6, alter, puh, ja. Okay, gut, ja. Töten eines Tieres, Fallenjagd, Fischen mit Netz und Speer. Stein in der Spieß. Mittleres Fischernetz. Ja, gut, das können wir also knicken. Scheiße. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich habe da noch nie geguckt. Ich sag noch, hoffentlich brauchen die nicht tatsächlich einen Recurve-Bogen. Ich guck da noch extra hin, weißt du? Oh Mann, ey. Das ist natürlich unglücklich. Nichtsdestotrotz können wir gleich mal gucken. Ja gut, die Quest werden wir verlieren. Die Quest werden wir verlieren. Ist da drüben noch irgendwo eine Brücke? Oder wir schwimmen rüber? Oder wollen wir rüber schwimmen? Können wir natürlich mal versuchen. Ob wir damit nicht ein Stückchen schneller sind. Ob wir überhaupt schwimmen? Ich weiß ja nicht, ob wir überhaupt schwimmen. Ne, wir können durchs Wasser gehen. Das ist schon mal sehr entspannt. Wir können durchs Wasser gehen, ne? Das ist auch schon mal gut. Schöner wäre es zwar, wenn wir auf dem Wasser gehen können, aber naja, ich bin mal nicht so anspruchsvoll. Entweder ist das Wasser hier tatsächlich nicht so tief oder es ist einfach noch nicht programmiert, das Schwimmen. Ich denke mal eher das. Wir gehen jetzt auch nicht, glaube ich, auch nicht wirklich. Na gut, wir gehen, glaube ich, einen Ticken langsamer. Tiefer ein bisschen Bad Ghost. Oder Bad Ghost. Bad Ghost, Bad Ghost. Na gut, wir waren ein bisschen langsamer. So, ich hoffe, dass ich noch was verkaufen kann. Sieht noch gut aus. Noch leuchtet hier was. Noch brennt hier Licht. So, tak, tak. Joa. Hier möchte ich nochmal Bögen verkaufen, wenn ich darf. 35. 35 das Stück, das heißt 75 kriegen wir raus. Das lohnt sich natürlich, aber da müssten wir natürlich Federn. Federn, sag ich schon. Natürlich Fäden natürlich entsprechend herstellen. F. So, die verkaufe ich 2 Stück, dann kriege ich dafür 70. Ich muss immer gleich mal gucken, was ein Faden kostet. 70. Also 35 kriegen wir pro. 35. Wo ist denn mein Uni-Ghost? Da hinten ist er. Ich will mal gucken, weil ich glaube, bei ihm kann ich Fäden kaufen. 35 kriege ich pro Bogen. Was heißt pro Bogen? Uni-Ghost, warte. Irgendwo hatte ich ihn gerade. Da. Zeig mir deine Ware. Was will er denn haben pro Leinfaden? Pro Leinfaden will er 100 haben, siehst du? Pro Leinfaden 100. Das rechnet sich natürlich nicht. Ich kann ja nicht für einen Leinfaden für 100 kaufen. Oder kosten 37 Stück 100. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Kaufen. Nee, der will tatsächlich 500. Alter Schwede. Alter fucking Schwede. Puh. 35. Ich weiß gar nicht, für wie viel ich ihm die Fäden verkauft habe. Weil ich sag mal so, wenn ich jetzt die Fäden wieder habe, ne? Also wenn wir nachher wieder die Fäden wieder herstellen können mit dem Flachs, wird ja auch noch wieder ein bisschen dauern. Aber wenn das dann nachher so ist, dann können wir daraus schönen Bögen herstellen. Ich weiß nicht, wie viel wir an Fäden, was ich da an Fäden verdient habe. Dann macht es schon mehr Sinn, daraus tatsächlich dann Bögen zu bauen, natürlich. Logischerweise, das hab ich nie wirklich verfolgt. Ich hatte es jetzt nie groß auf dem Schirm. So, steht hier vorne noch jemand? Nee, ich sehe keinen. Ah, ich habe noch trotzdem noch eine Fackel, aber ich wusste gar nicht, dass ich eine Fackel habe. So, von hier kann ich nichts kaufen. Steinpfeile, Eimer. Aufwachen! Dahlebohr. Ja. Ja, ich meine, das war irgendwie. Ich kann mich natürlich auch irren, dass es hier auf der Rückseite irgendwie gewesen ist. Dass hier auf der Rückseite, dass hier irgendwas mit Hühnern gewesen ist. Gut, die Tiere stehen auch nicht mehr draußen. Ich weiß es nicht mehr, wo das gewesen ist. Muss ich tatsächlich nächsten Tag nochmal wiederkommen, wie es aussieht.
Aber ich meine, das war hier irgendwo. So, Wildruder. 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 Ich möchte was sagen, schöne Frau. Du bist 24. Hallo Fremde. Wir sind kurz in das Land gekommen. Hast du einen Moment Zeit? Kürzlich bin ich auf die Jagd, eingestiegen. Was für ein Tag. Ich bin mir nicht sicher, ob das war's. Ansonsten wäre ich jetzt wahrscheinlich ein Adliger. Okay, hast du einen Moment Zeit? Nein, tut mir leid. Okay, alles klar. Gleich angepisst, weißt du? Naja. Gut. Ja, das mit dem Recurve-Bogen, das können wir uns klemmen. Das ist schade. Ja, das kommt natürlich davon, wenn man... Obwohl, er hat ja nur vom Bogen gesprochen. Ich hätte ja nicht wissen können, dass er das an Recurve meint. Das hätte ich gleich abgelehnt. Also, Alvins Geschichte. Warte auf die nächste Jahreszeit. Gut, dann müssen wir warten. Da fehlt uns immer noch der Bär. Ich weiß immer noch nicht, wo wir den Bär finden wollen können müssen. So, das heißt, wir müssen nächsten Tag nochmal herkommen. Ja, dann würde ich sagen, mal hier an dieser Stelle mal einen kleinen Cut und dann sehen wir uns sonst nächsten Tag hier wieder. Dann laufe ich nämlich nochmal hier Gau hier hin und dann, ja, ich muss noch Dünger kaufen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann schauen wir mal. Erstmal noch ein Häppchen trinken. So. Und ja, wie gesagt, ich mache hier kurz einen Cut und dann sehen wir uns dann gleich wieder, wenn ich nächsten Tag hier wieder hinlaufe. Und dann werde ich mal sehen, dass ich noch ein bisschen Dünger kaufe. Das ist ganz, ganz wichtig. Vielleicht haben wir ja Glück und finden dann nochmal das andere Huhn. Schauen wir mal. Also, bis gleich. So, und dann bin ich auch schon wieder am nächsten Tag. Huch, was war das denn gerade? Okay, was wollte ich jetzt noch machen? Was wollte ich jetzt noch machen? Achso, ich hatte Mehl hergestellt. Das war für mich natürlich ein bisschen blöde. Das fiel mir im Nachhinein ein. Ich wollte ja eigentlich das Weizen, wollte ich ja eigentlich behalten. Um aus Weizen und aus Stroh nachher Tierfutter herzustellen. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe mir jetzt Mehl hergestellt, weil ich wollte eigentlich mal Brot backen. Ja, so schnell vergisst man halt seine Prinzipien und seine Pläne. Ja, schauen wir mal. Sonst müssen wir mal sehen, wie wir es hinkriegen. Vielleicht können wir auch mit Roggen so ein bisschen was machen. So, zeig uns deine Ware. Ja, dicke Suppe. Weidenkorb. Wenn ich dir jetzt Mehl verkaufe, das kaufst du für 4. Da kannst du mich mal getrost. Sonst wo? Nein, das machen wir nicht mit. Wir brauchen Dünger. Das ist erstmal wichtiger. Und wir können hier nachher nochmal gucken, ob das hier mit den... Ja, hier waren auch Gänse. Hier waren auch definitiv Gänse. So. Nö, okay. Von dir wollen wir ein bisschen Dünger kaufen. Dünger. Tierfutter. Eier hast du auch. Ja gut, Eier, das wäre natürlich mal interessant. Eier, das wäre mal interessant, ob wir da nicht mal Hühner rauskriegen. So, du willst 10 haben. Du willst 10 haben pro. Wir können maximal 58 kaufen. Wir bräuchten tatsächlich auch um die 50. Ich weiß es gar nicht mehr. Was kostet das? 580? Ja, dann haben wir aber wirklich gar nichts mehr, ne? Haben wir wirklich gar nichts mehr. Auf der anderen Seite haben wir dann genug Dünger. Ach komm, scheiß drauf. Scheiß drauf. Nützt ja nichts. Es war bescheiden, aber nützt ja nichts. Wir müssen. Gut. Dann gucke ich hier nochmal. Wir haben zwar jetzt kein Geld mehr für Hühner, aber ich würde trotzdem... Ja. Gucken, ob hier nicht noch Hühner irgendwo rumrennen. Also ich meine, ich hatte irgendwo Hühner rumrennen sehen und... Gut, Eier konnte man kaufen, klar. Was geht hier ab? Ne, Rauben, das machen wir natürlich nicht. Obwohl ich auch gar nicht weiß, ob das überhaupt geht. Ich habe es eben noch nicht ausprobiert. Ich sehe eben nur Gänse. Ich sehe hier keine... Ich sehe hier keine Hühner irgendwo rumrennen. Immer nur Gänse. Aber keine Hühner. Das sieht ja auch komplett anders aus. Guck mal hier, das sind eben halt alles so Ganshäuser. Aber ich sehe hier eben keine Hühnerhäuser. Wahrscheinlich gibt es eben tatsächlich auch keine Hühner. Dann müssten wir wahrscheinlich mal genau bei den richtigen Dörfern gucken. Wahrscheinlich ist das nämlich das die Krux an der Sache. Entschuldigung. Schön wäre mal so ein Handwagen oder so ein Pferd. Hier sind die Leute in Gange. Hier wird gearbeitet. So lobe ich mir das. Ed Burger. So, schöne Frau. Nee, auf Wiedersehen.
Du hast nichts zu verkaufen, ich will von dir nichts. Das ist natürlich unglücklich. Ja. Alles unglücklich. Scheiße. Ja gut, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir müssen tatsächlich bis zum nächsten... bis zum Jahreswechsel warten. Was ist Jahreswechsel? Also bis zum Jahrzeitenwechsel. Jahreszeitenwechsel. Ach, Mensch, ey. Na gut, ich muss wieder noch ein bisschen nach Hause torkeln. Ich mache nochmal einen kleinen Cut an dieser Stelle und dann bin ich auch gleich wieder zu Hause. So, und dann bin ich auch schon wieder. Ich habe mir nochmal ganz spontan einen Säckel geholt und wollte mal sehen, dass ich hier vielleicht der Mutti mal so ein bisschen in die Arme greife. Mal gucken, ob sie jetzt was macht, wenn ich jetzt... Dünge, ob die... Ungedüngtes Feld, ja, habe ich doch gerade hingeworfen. Ob sie da ein bisschen was macht. Ah, okay, sie macht was. Okay, sehr gut. Weil dann mache ich nämlich, dann dünge ich nämlich schon mal ein bisschen vor. Dann kann sie das nämlich schon mal umflügen. Dass wir dann noch fertig werden. Ich hoffe, dass sie dann noch danach noch ein bisschen sät. Also sonst haben wir echt ein Problem. Kann sie da wenigstens schon mal ein bisschen arbeiten. Ich habe nämlich so das Gefühl, dass wir das zeitmäßig nicht mehr schaffen werden. Sonst hole ich mir gleich noch selber noch eine Hake oder baue mir eine und dann helfe ich auch noch dabei. Ja, ich muss mal gucken. Also auch während des Winters kann ich ja nun auch gerade nicht so viel machen. Ich glaube, ich werde einfach dann zusehen, dass ich mir einfach noch weitere Äste organisiere, beziehungsweise, ja, Stöcke organisiere. Und dann vielleicht, keine Ahnung, ich werde wahrscheinlich Weidenkörbe. Das ist immer noch das Einfachste, was ich herstellen kann. Und wo ich dann einigermaßen angemessenen Preis für bekomme. Das ist dann schon ganz okay. Okay, so, das haben wir. Ungepflügtes Feld. Ja, da müssen wir auch noch ein bisschen pflügen hier. Ich mache mir noch mal eben... Machen wir nochmal eben ganz kurz. Mache ich mir nochmal selber was zum Flügen und machen wir das mal eben fertig. Weil sonst kommen wir hier gar nicht mehr zu Potte. Weil ihr seht ja selber, es dämmert eigentlich schon so ein bisschen. So. Wo sind meine Axt hin? Ich, dass ich jetzt schon Feierabend gemacht hat da unten, oder? Sehe ich nämlich schon kommen. Sollte das der Fall sein, werde ich auf jeden Fall alles erstmal auf. Was wollte ich so sagen? Dann werde ich auch alles erstmal auf Flachs geben. Das ist mal egal. Erstmal alles auf Flachs. Obwohl es wäre ja, glaube ich, auch so ganz, ganz praktisch, glaube ich, wenn wir alles auf Flachs machen. So, einmal, wir brauchen eine Hockey. Eine Hacke. So, eine Hacke. Und die... Ach, wir haben noch eine Hölz... Oh, ich bin auch so... Na gut. Ach Gott, Leute. So. Ungepflügtes Feld. Müssen wir das mal extra... Müssen wir es düngen oder nicht düngen? Achso, wir können rüber düngen, okay, alles klar. Dann müssen wir noch mal ein bisschen selber arbeiten hier, würde ich sagen. Die Mutti kommt ja nicht zu Potte. Okay.
Okay. Das haben wir. Dann können wir hier noch ein bisschen pflügen. Hier haben wir schon gemacht, okay. Hatten wir hier noch was an Saaten über? Karottensamen, Flachssamen. Guck mal hier, Flachssamen. Das können wir gleich mal super machen. Dann wollen wir gleich mal Flachs aussehen. 1,7 Kilo. Dann kriegen wir hier nämlich dann mal ein bisschen Flachs raus. Ich meine, das war jetzt, dass wir das im Herbst... Nee, oder war das im Frühjahr? Im Frühjahr mussten wir das, glaube ich, aussehen. Ne, war, glaube ich, Roggen, was wir jetzt machen wollten. Ich gehe mal trotzdem mal kurz gucken, für den Fall der Fälle nicht, dass wir hier plötzlich was Falsches haben. Schlagen, aufrüsten, Fackeln. Ausrüsten. Ausrüsten, ja. Säen. Beutelmodus. Roggen. Weizen. Dünger. Flachs. Nee, okay. Samenjahreszeit kann dieser Jahreszeit nicht geflaxt werden. Kann nicht gepflanzt werden. Dünger. Weizen haben wir nicht. Roggen haben wir auch nicht. Aber Weizen müssten wir ja haben. Weizensaat müssten wir haben. Karottensamen. Zwiebelsamen. Weizen. Weizen, na gut, das könnten wir nochmal... okay, dann machen wir nochmal den Flachs mal weg. So, nochmal kurz den Flachs weg. Komm, dann helfe ich dir wenigstens dabei. Dann helfe ich dir wenigstens noch hier zum Fertigwerden. Ah, ich bin ein bisschen schneller unterwegs als du, Modi. Naja, okay, du bist ein NPC, ich verzeihe dir. Machen wir es auch gleich fertig. So, sehr schön. Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, wenn wir Jahreszeit wechseln, ob wir dann hier eins auf die Mütze kriegen. Nicht, dass der ganze Dünger hier umsonst ist, weil sonst fange ich gleich an zu weinen. Okay, gut, ich mache an dieser Stelle einen kleinen Cut. Ich will hoffen, dass wir dann beim Jahreszeiten wechseln auf Winter. Ich sehe das schon kommen, dass es im Winter nichts wird, ne? Dass dann die ganzen Beete kaputt sind. Sehe ich schon kommen. Ja, vor allem... Es ist ja doppelt blöde, was ich gemacht habe. Normalerweise kann ich ja erst im Frühjahr, glaube ich, wieder Flachs anpflanzen. Oh, na, okay. Schauen wir mal. Ich werde auf jeden Fall, falls ich nichts weiter machen kann, ich werde das mal antesten, im Winter auf jeden Fall noch ein paar Weidenkörbe nochmal machen. Ich werde die verkaufen, sodass wir ein bisschen Geld haben. Und ansonsten werden wir uns vielleicht im Frühjahr wiedersehen, wenn wir hier vielleicht nochmal wieder Flachs anpflanzen können. Müssen wir mal sehen. Ja, ich werde Dinge tun. Schauen wir mal. Und vielen Dank fürs Vorbeischauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Medieval Dynasty wieder, wenn es so langsam weitergeht. Aber wir müssen mal hier mal so ein bisschen Fortschritt bei hinten mal ein bisschen generieren. Momentan stockt das alles so ein bisschen, weil das gerade auch so ein bisschen am Geld auch noch hakt. Und naja, schauen wir mal. Also, macht's gut. Bis zur nächsten Folge Medieval Dynasty. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.